Hallo Freunde, große Filme, sogenannte Blockbuster, machen ja schon Monate vorher auf sich aufmerksam in Form von Kino-Trailern, die das Ganze ein bisschen anheizen sollen, Merchandise, wie zum Beispiel Poster, Filmplakate und so weiter, oder halt auch Spielzeug, Spielfiguren, Actionfiguren. Und das ist in diesem Fall nichts anderes, denn es ist ein neuer Indiana Jones Film angekündigt. Indiana Jones kommt am 30.06. glaube ich ins Kino. Und Hasbro hat sich dazu entschieden, die Vintage-Figuren aus den 80er Jahren, die von 1982 aus dem Film Jäger des verlorenen Schatzes rausgebracht wurden, neu aufzulegen in einer sogenannten Retro-Collection. Die Figuren sind bei mir jetzt eingetroffen, die möchte ich jetzt mit euch zusammen mal anschauen und habe vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für euch. Also seid gespannt, bleibt dran, los geht's. Ja Leute, welches 80er-Jahre-Kind oder natürlich auch Jüngere kennt nicht Indiana Jones, kennt nicht Harrison Ford als den Archäologen, der immer wieder auf der Suche ist nach Artefakten, nach heiligen Gegenständen und so weiter. Ja, das waren für mich die Abenteuerfilme schlichtweg der 80er-Jahre. Ja, bis 1989 kamen drei Teile raus, 2008 kam dann ein vierter Teil raus, der mir so gar nicht gefallen hatte damals, der mittlerweile aber doch eine gewisse Daseinsberechtigung für mich hat. Also mittlerweile finde ich ihn gar nicht mehr so schlimm, aber Nostalgie pur sind natürlich die ersten drei Teile. Allen voran der Jäger des verlorenen Schatzes ist der erste Teil, der hieß damals noch gar nicht Indiana Jones, sondern er war nur der Jäger des verlorenen Schatzes. Dann gab es den Tempel des Todes und 1989 kam noch der letzte Kreuzzug ins Kino. Der letzte Kreuzzug war der Film der Indiana Jones-Reihe, den ich im Kino gesehen habe, 1989, da war ich 11 Jahre alt. Da bin ich ins Kino gegangen, die anderen zwei hatte ich leider nur zu Hause gesehen, da war ich noch zu jung für damals. Deswegen hat auch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug für mich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, also ist so für mich der Favorit unter den drei Filmen, zusammen Harrison Ford mit Sean Connery, das Zusammenspiel ist einfach Wahnsinn. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht jetzt um den ersten Teil, Jäger des verlorenen Schatzes. Der Film ist von 1982, meine ich. Ja, genial, Steven Spielberg, George Lucas, ja, Produzent, Regie, ist einfach Wahnsinn, was sie da auf die Beine gestellt haben. Und damals, wie der Film rausgekommen ist, gab es auch Actionfiguren von der Firma Kenner. Kenner ist für die Kenner unter euch, hat damals ja auch die Star Wars Figuren rausgebracht. Und ist ja dann irgendwann von Hasbro aufgekauft worden. Ja, und Hasbro hat jetzt diese Figuren in einer Retro-Collection neu aufgelegt. Es gibt die erste Wave, beinhaltet 5 Figuren. Die möchte ich euch jetzt vorstellen, weil die habe ich jetzt alle bekommen. Und möchte euch die Figuren zeigen und die ein oder andere Anekdote dazu loslassen und euch vielleicht auch noch einen Tipp geben, wo ihr die Figuren herbekommt und wo ihr auf jeden Fall drauf aufpassen müsst. Ich möchte anfangen mit der Titelfigur, mit dem Indiana Jones und ich habe die hier vor mir liegen. Ich habe sie mal so bereitgelegt, wie ich sie euch präsentieren möchte und ich fange an und ihr werdet hier einiges sehen, was euch bekannt vorkommt und zwar von den Star Wars Figuren halt her auch. Ja, bei Star Wars gibt es ja auch eine Retro Collection und ich muss sagen, die Figuren sind 1:1 dem Original, der Original-Kenner-Figur aus den 80er Jahren nachempfunden. Gleiche Karte, gleiches Design. Ja, die Karte sieht 1:1 aus wie in den 80ern. Minimale Unterschiede, was hier die Warning-Zeichen und so weiter angeht. Aber Bild, hier unten das Kenner-Logo, was hier drauf ist. Die Figur selbst ist schon sehr, sehr gleich zu den alten Figuren. Die ist übrigens, meine ich, ich habe die damals nicht gehabt. Ich habe die auch damals nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es die überhaupt in Deutschland gab, also bei uns wirklich gab. Kann sein, dass die vielleicht nur in den USA rausgekommen sind. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also wie gesagt, Indiana Jones auf der Retro-Collection-Karte. Und ihr werdet hier sehen, wenn ihr die Star Wars-Figuren, die Retro-Collection kennt, dann wisst ihr, Hasbro hat bei den Star Wars Figuren hier so einen dicken, fetten Sticker drauf gemacht, Retro Collection drauf geschrieben, das fehlt hier. Da bin ich sehr dankbar für, dass dieser Sticker hier nicht drauf ist. Genauso bin ich dankbar dafür, dass bei den Star Wars Figuren ist hier so auf Vintage, auf alt gemacht, so
Aufdrucke auf der Kartenumrandung, dass es aussieht, als wären die Karten used, also ein bisschen abgenutzt und so weiter. Gefällt mir auch nicht so. Das haben sie hier auch weggelassen. Zudem finde ich die Karten relativ stabil. Auch hier muss ich sagen, gefallen mir die Star Wars-Figuren nicht, weil die Karten sind wirklich, das sind schon keine Karten bei Star Wars, das ist irgendwie ein bisschen dickeres Papier. Ja, und hier habe ich halt wirklich starke oder bessere Pappe bekommen. Ja, The Adventures of Indiana Jones in Riders of the Lost Ark. Ja, also der Jäger des verlorenen Schatzes. Und die Rückseite mal ganz kurz. Hier sind die fünf Figuren dargestellt, die es jetzt in der ersten Wave gab. Und da komme ich gleich noch mal drauf. Ja, guckt es euch noch mal kurz an. Es gab damals gab es neun Figuren. Ja, das heißt, ich hoffe, dass hier noch eine zweite Wave kommt. Ich zeige euch auch noch, welche Figuren es gab, die nicht jetzt in die erste Wave gepackt haben. Aber erstmal geht es weiter mit den Figuren selbst. Dann haben wir hier eine Figur, die finde ich klasse. Die ist wie gerade 1:1 umgesetzt aus den 80er Jahren, aber doch ein bisschen fragwürdig. Zumindest heutzutage könnte es sein, dass der ein oder andere sich da vielleicht angegriffen fühlt. Und wir haben hier einen Gegenspieler von Dr. Indiana Jones, und zwar den Todd. Ja, der ja in Jäger des verlorenen Schatzes mitspielt und auch ein nicht so schönes Ende bekommt, aber ein gerechtes für ihn Ende. Und man sieht es hier auf dem Bild, er hält so die Hand hoch und da ist ja etwas eingebrannt, weil er ein Artefakt, ein Symbol aus dem Feuer holt und hat nicht bedacht, dass es heiß ist. Also er greift es wirklich. Ja, bei einem Brand und verbrennt sich damit die Hand und hat dann halt dieses Symbol, was ihm den Weg weist, dann halt wirklich in der Hand eingebrannt und er weiß immer, wo er hin muss. Das haben sie bei der Figur auch umgesetzt. Aber Leute, guckt euch mal die Handstellung an. Ich muss dazu sagen, wer es nicht weiß, Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes, spielt zur Zeit des Deutschen Reiches. Das heißt, auch hier sind die Nazis allgegenwärtig. Ja, und wenn ich diese Handstellung hier sehe, und jetzt ratet mal, was wohl passiert, wenn der die Hand hebt. Ja, dann sieht es halt so aus. Diese Figur ist 1:1 so rausgekommen damals. Ja, und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht war das auch ein Grund, wieso sie in Deutschland nie erschienen sind. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Auf jeden Fall eine richtig tolle Figur und die zweite aus dieser Reihe. Ich mache mit Figur Nummer 3 weiter und das könnte auch wieder was für die Fachleute unter euch sein, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Denn hier haben wir den Hauptgegenspieler von Indiana Jones. Hier haben wir Belloc. Ja, Belloc in seinem Zeremonienoutfit, welches er am Ende des Films trägt. Kurz trägt, geholfen hat es ihm da auch nicht. Diese Figur auch wieder 1:1 umgesetzt, wie es damals war. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich glaube, soweit ich weiß, war diese Figur ein Exclusive damals. Also die gab es wohl nicht so offiziell, wenn ich das richtig rausgehört habe, sondern die konnte man irgendwie, wenn man irgendwas Besonderes gemacht hat, vielleicht muss man irgendwelche Schnipsel sammeln oder sowas halt, ja, die Figur bekommen. So habe ich es halt gehört. Das Schöne an der Figur ist, sie hat einen Stoffcape, also das ist wirklich Stoff, was er hier anhat. Im Gegensatz, ich zeige ihn gerade nochmal, der Todd, der hat einen Mantel, der ist aus Kunststoff, also ist es kein Stoff. Ist es Kunststoff, aber kein Stoffmantel. Und er hier hat ja einen schönen, wie gesagt, Stoffmantel umgehangen. Ja, rot gepunktet, sieht ganz witzig aus. Und wie gesagt, hier ist Belloc als der Zeremonienmeister. Es gibt natürlich nicht nur Böse in dem Film, es gibt nicht nur die Nazis in dem Film, es gibt auch Frauen in dem Film oder eine Frau und das ist Indiana Jones' ehemalige Liebhaberin oder Geliebte, die Marion Ravenwood. Ja, die gab es auch genauso damals wie die vorherigen Figuren auch. Das Schöne ist, auch sie hat ein Stoffkleid an, beziehungsweise, wenn ihr es sehen könnt, der obere Teil ist Kunststoff, der ist aufgemalt und der untere Teil, so ab dem Bauchnabel runter, ist ein schönes Kleid. Ja, das ist ein Hochzeitskleid, was sie von Belloc bekommen hat, als er sie entführt hat und ja, was sie anziehen musste. Damit ist sie dann auch geflohen mit Indiana Jones zusammen etc. Wer kennt den Film nicht? Und das Schöne ist bei der Figur, bei den anderen Figuren sind immer Waffen dabei und bei der Figur ist der kleine, wenn man es hier unten sieht, wenn die Kamera es scharf stellt, der kleine Affe mit drin, ja, der leider den Datteln dann zum Opfer fällt. Ja, also wie gesagt, auch eine schöne Figur.
und genauso umgesetzt, wie es damals war. Die letzte Figur aus der ersten Wave, ja, also ich hoffe, dass auch eine zweite Wave kommt, ja, ist auch wieder eine schöne Figur, finde ich, ja, und zwar ist das der German Mechanic, also der deutsche Mechaniker. Ja, auch hier, der hat hier einen Schraubenschlüssel dabei und auch der ist aus der Szene, wo Marion Ravenwood halt das weiße Kleid anhat, da flieht sie mit Indiana Jones und laufen zu einem Flugzeug und der ist da gerade halt das Flugzeug am Reparieren oder am Warten, ja, und hat dann ein Faustkampf mit Indiana Jones, ja, und auch er hier hat hier ein unrühmliches Ende, denn Propeller können schon ganz schön scharf sein, sage ich dann nur. Aber auf jeden Fall auch schön, diese Figur, auch wie alle anderen hier damals rausgekommen und ist jetzt so in meiner Sammlung und ich finde es halt richtig toll, dass Hasbro die alten Kennerfiguren neu aufgelegt hat. Ja Leute, was sagt ihr zu diesen Figuren? Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr die gut findet, ob ihr sagt, nee, das brauche ich nicht, ich möchte die Originalen haben und so weiter. Weil da komme ich jetzt drauf, die Originalfiguren, original verpackt aus den 80er Jahren. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich glaube, die gab es in Deutschland gar nicht, sind schweineteuer, Leute. Ja, ich kann euch einen Tipp geben, wenn ihr mal gucken wollt, ich weiß, dass bei C-Toys im Shop und auch bei Strong Vision im Shop, beim Andy Daniel, bei Strong Vision und beim Christian bei Z-Toys ein paar Figuren gelistet sind, aber die Originalfiguren, da geht ja bei einer Figur ab, keine Ahnung, 250, 350 Euro los. Ja, das ist echt Wahnsinn, die sind echt teuer, die sind echt selten und ich kann mir nicht nur teures Zeug kaufen, deswegen habe ich mich für die günstige Variante, für die neue Variante entschieden, weil ich die Figuren auch noch damals nicht hatte, ist das vollkommen okay, wenn ich jetzt auf diese Retro Collection gehe und die Figuren haben mich gekostet, die habe ich bei Hasbro Puls aus Deutschland, ja, es gibt ja eine europäische Seite, Hasbro Puls, habe ich die Figuren bestellt. Der Indiana Jones hat 19,99 € gekostet, alle weiteren Figuren jeweils 16,99 €. Ein Schelm, der da Böses denkt, dass Indiana Jones mal ein bisschen teurer gemacht haben, weil sie sagen, den kaufen die Leute sowieso, den machen wir ein bisschen teurer, ja, da kriegen wir ein bisschen mehr Kohle. Die anderen 16,99 €, ich weiß nicht genau warum, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist. Die Hasbro Pulse-Seite verlinke ich nochmal unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da gucken möchtet. Der Indiana Jones, also die Hauptfigur, ist mittlerweile da ausverkauft. Ja, den gibt es da nicht mehr. Vielleicht wird das irgendwann nochmal rückgängig gemacht. Vielleicht haben die noch ein paar Nachproduktionen, die sie dann, wo sie dann die Figur wieder anbieten. Aber aktuell, zum aktuellen Stand der Aufnahme dieses Videos, gibt es die Figur nicht mehr dort. Es gibt sie aber bei Amazon. Die ist bei Amazon gelistet. Auch da, den verlinke ich mal hier unten in der Videobeschreibung. Da kostet die Figur dasselbe. Ja, 19,99 €. Ganz kurz bei Hasbro Puls, ihr seid versandkostenfrei ab, glaube ich, 79 €, meine ich, oder 70 €. Bei Amazon, wenn ihr Prime-Mitglied seid, auch versandkostenfrei. Ansonsten, glaube ich, ab 30 €, meine ich. Ja. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr die Figuren haben möchtet, seid schnell. Ich bin mir nicht sicher, wie hoch die Auflagen sind. Wie gesagt, Indiana Jones bei Hasbro direkt schon nicht mehr erhältlich. Ja, die anderen Figuren habe ich jetzt noch nicht, glaube ich, bei Amazon gesehen. Nur den Indiana Jones, aber die werden da wahrscheinlich auch noch kommen. Und Leute, ein ganz wichtiger Tipp. Schaut, dass ihr die Figuren wirklich von einem Händler bezieht und nicht mehr wie 19,99 € für Indiana Jones bzw. 16,99 € für die anderen vier ausgibt. Ich habe da was gesehen, das blende ich euch jetzt mal ein. Ich bin da fast vom Glauben abgefallen. Auf eBay Kleinanzeigen, ja, natürlich werden diese Figuren da angeboten und da will einer 165 € für die fünf Figuren haben. Das ist schon wieder Wahnsinn, ja, also diese Scalper, das ist echt der Hammer. Ich weiß nicht, was die Leute sich denken. Die Figuren sind gerade frisch draußen, die gibt es ja noch, ja, wenn das halt irgendwelche raren, seltenen Figuren sind, die es nicht mehr gibt, die halt wirklich eine Preissteigerung erfahren, Angebot und Nachfrage, ja, dann muss ich es auch nicht verschenken. Aber die Figuren sind brandneu und da werden sie für 165 € angeboten. Ich habe meine komplett bei Hasbro Puls, wie gesagt, bestellt. Ich habe für die Figuren 87,95 € bezahlt, also 88 €. Der Gute will einfach mal das Doppelte dafür haben. Also wie gesagt, fallt auf sowas nicht rein, kauft nicht so überteuert bei Kleinanzeigen oder irgendwo anders da, ja, sondern kauft die beim Händler 16,99 € für die, ja, übrigen Figuren 19,99 € für Indiana Jones. Passt mir auf, Leute.
Und ich habe ja eben gesagt, dass es die erste Wave ist, meiner Meinung nach, denn es gibt noch weitere Figuren, ja, und die möchte ich mir mit euch nochmal anschauen. Ich habe eine Karte der Vintage, der Originalfigur, die blende ich jetzt nochmal ein. Und da seht ihr auf der Rückseite, wie gesagt, ich zeige euch jetzt erst nochmal hier, das ist die Rückseite der Retro Collection Karte. Da seht ihr die fünf Figuren, die rausgekommen sind. Ja, und jetzt blende ich euch nochmal die Vintage Karte ein. Ja, da seht ihr, dass es insgesamt 8 Figuren, beziehungsweise sogar 9 Figuren sind. Und der Belloc ist da ganz als 9. Figur gelistet. Und ich meine wieder, das war eine Exclusive. Ja, das heißt, uns würden noch fehlen der Cairo Swordsman, den ich halt richtig, richtig cool finde. Der ist so ein bisschen größer und bulliger. Ja, es würde Sala fehlen mit der Fackel. Ja, es würde Indiana Jones als, ja, als in deutscher Uniform fehlen. Und der, ich sag mal, normale Belloc, der würde auch noch fehlen. Ja, und dann haben wir die 9 Figuren, die es damals auch gab. Und das Schöne ist, oder beziehungsweise was es damals noch gab und was ich hoffe, was Hasbro auch noch rausbringt, könnte vielleicht halt am Erfolg der Figuren gemessen werden, ob sie das halt machen wollen. Es gibt noch 3 Playsets und ein Pferd, den Araber, das Araber-Pferd, auf dem Indiana Jones reitet, das Pferd alleine. Ich glaube, das ist bei Seedoys im Shop für 400 Euro oder sowas halt, ja. Das ist das Original-Vintage-Pferd, original verpackt. Ich hoffe, dass diese alle als Retro-Collection rauskommen und dementsprechend günstiger sind. Also sowohl der Kartenraum, ja, als auch die Straßen von Kairo oder halt das Endszenario, wo Marion und Indiana Jones an dem Pfosten gefesselt sind. Ja, ich hoffe wirklich, dass die rauskommen. Ebenso die anderen Figuren. Freue mich, ja, euch die dann auch zeigen zu können. Ja, ich packe die Figuren wie gewohnt oder wie bei denen hier der Fall nicht aus. Ja, wenn ihr die Figuren verglichen haben möchtet, ausgepackt zu den Vintage-Figuren, dann empfehle ich euch einen Kanal, den ich auch hier unten verlinke, und zwar ist das der Kanal Toy Polloi. Ja, den verlinke ich hier unten mit dem Video. Ist ein englischer Kanal, das heißt, wenn ihr ein bisschen Englisch versteht, ist das vollkommen okay. Ja, er spricht sehr klares, sehr gutes Englisch, sehr verständliches, meine ich, und er packt die Figuren aus und vergleicht die mit den Original-Vintage-Figuren. Also nur so eine kleine Empfehlung von mir. Ich mag den Kanal, ich finde ihn total toll. Ja, und das soll es von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne Daumen nach oben, teilt das Video. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, ihr weitere Videos nicht verpassen möchtet, dann klickt auf den Abonnieren-Button und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. In diesem Sinne, wir sehen uns dann beim nächsten Video hoffentlich. Macht's gut, euer Retro-Rauner.